So, ich muss jetzt mal ganz den Text lesen. Wie in einem Wind Waker nochmal das Schiffe versenken, wie in den Spielen Speedruns. Splish Kaboom. Gerne, sterb, lässt mir ein bisschen sterben, stirb. Ich bin Saskia. Ich hatte vorhin einen vielen Spruch für Saskia im Kopf, aber fällt mir nicht mehr ein. Immer her damit. Uff, sorry, schon okay, aber ja, nur was mit toten Familienmitgliedern zu tun. Der Spruch kommt bestimmt wieder. Das sind meine liebsten Sprüche, so wie ich. Wiederkommen oder wiederkommen. Ein gewisses Familienmitglied von mir wird beides nicht machen. Ha! Wow, Tipp nicht sterben. Den Tipp möchten, könnten mehr Menschen gebrauchen, zum Beispiel dein Vater. Wie viele Feder bräuchte man, um eine Glühbirne zu wechseln? Kein Plan. Ah, egal, war das eh keine. Eieiei. Ja, und ich könnten deine Daddys sein. Alles klar. Muss nur fragen. Stuttgart? Ohne Tee. Ich habe Zucker da hinten, also so ist es nicht. Inkompetenz, I guess. Die Dynamik ist aber schon nett. John ist wie das. Ich weiß nicht mehr, wer John ist. Welcher John? Ich kenne viele Johns. John Lennon. John Marston. Der ist auch tot. Ups, Spoiler! John Pferdeschwanz. Sehr beliebt. Alle Nebenmissionen. Das liest er jetzt vor. Ja. Klappt das denn Hughes eigentlich? Ich traue mich nicht, sorry. Leider nicht. Clemens hat mir noch keine Nacktbilder geschickt. Sehr schade. Naja. Da fangen wir wieder an, da Nachrichten passend zum Spiel, was ich gerade streame, reinzuschreiben. Was muss ich dann irgendwie mal ändern? Das ist dann doof. Fällt mich bei trauen. Okay. Die Seuche breitet sich aus. Sie glauben, sie ist nur in New Marais? Sie ist an der ganzen Ostküste. Millionen Infizierte. Bald wird es schlimmer sein. Erstens. Der Regierung. Ja. Sie kann das nicht aufhalten. Aber wir. Wie? Ich zeige es. Oh. Ein Opfer in der Station ist ein potenzieller Konduit. Nutzen Sie Ihre neue Kraft. Finden Sie sie. Den Hook? Weird. Also erstens, die Story ist immer noch scheißegal. Zweitens, wetten, dass das Ganze hat hier so ein richtig offenes Ende so mit allem und Infamous 3 gibt es einfach nicht, also nicht so richtig, weil wahrscheinlich Infamous, in Second Son das nicht weiter aufgegriffen wird. Vielleicht doch, ich habe keine Ahnung. Hi! Nur ruhig. Hä? Stillhalten, ja? Einfach liegen bleiben. Wo ist der Massenheal, Alter? Nee, das ist... Um solche Intimidisten zu erkennen. Ganz ruhig bleiben. Sie soll hier jetzt weg? Nein. Ja. Aha. Nettes Detail auf jeden Fall, dass man so die Knochen sieht und so. Sieht in Horizon besser aus. Was soll ich jetzt tun? Heilen Sie die besondere Frau. Ah ja, danke Spiel, dass du das für mich rausgefunden hast. Da ist sie. Ah, ach so. Heilen Sie sie, wenn Sie können. Gar nichts. Diese Menschen hier sind schon tot. Ihnen ist nicht zu helfen. Aber sie ist anders. Wegen des Conduit-Gens? Ich habe die Macht, sie zu retten. Alle unsere Art zu aktivieren. Ja, aber zu einem Preis. The Bastion, Sebastian.
Who the fuck? Vielen Dank. Was? Die Menschheit ist tot. Retten Sie mit mir, was geht. Ja. Verstehe ich natürlich. Was auch immer. Hey Leute, der Trent ist im Molloy-Gebäude und wartet auf einen Hubschrauber. Molloy. Sein Name ist Molloy. Ist er einem bösartigen Sabotageakt zum Opfer gefallen? Von mir. Molloy hat den größten chronischen Zirkon der Welt geklaut. Diesmal haben wir ihn. Wenn er sich wieder in das Monster verwandelt, heizen ihm mal die Jungs mit Siegstrahlen ein. Museum von Springfield oder so. Okay, komm. Rest der Folge Nebenmission, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier schon so viele. Auch auf der ersten Insel vielleicht. No. Geht mir voll auf den Sack, aber egal. Biologische Gefahr. Alter, ich bin eine biologische Gefahr. Ich mir die Erbsen. Ey, Erbsen wollen. Okay, Erbsen gegessen hab. Oder Bohnen. Hi. Diese Eismänner sind mit ein paar hochexplosiven Chemikalien losgezogen. Sie werden Menschen verletzen. Nein. Bin sie Diebe. Die Räuber. Die Räuber. Könnt ihr bitte nicht wegspringen? Ich mag das nicht. Ich hab keinen Bock mehr auf die Mission. Wir springen den ganzen Tag durch die Gegend mit den Kängurus. Stirb einfach. Ah, wechseln einem die Kacker-Typen. Fick dich, du Kacker. Wo springen denn ganz hin, Mann? Mann, hier war ich schon mal. Das ist nicht so gut gerade. Natürlich konnten sie das. Meine Güte. Das Conduit gehen. Also die Second Sons auch diejenigen, bei denen das Conduit gehen rezessiv ist. Beziehungsweise erst getriggert werden muss, was weiß ich. Nachfahren von denen, die infiziert wurden. Ich habe gar keine Ahnung, was überhaupt passiert in der Story. Sorry, Leon, dass wir für die Story reden. Ja, muss ich auch reden. Das ist spann dich gleich. Wie gesagt, Gronkh hat die erste Insel schon, also musst du eine Nebenmission wohl machen. Wann Online-Modus? Ja, ich habe vorhin auch mal versucht, mich da anzumelden. Das funktioniert nicht. Ich glaube, die Trophäen sind nicht mehr erreichbar. So ein Ranz. Finde Ronjas Vater. Vater komplett zu Ronja Räubertochter. Finde die Räuber. Seit 2013 ist nicht ein vernehmlicher Geschlechtsverkehr mit Tieren illegal. Geil! Sind Menschen nicht auch nur Tiere? Ja, springt mir alle ins Gesicht. Hehe. Oh. Ja, okay, war dumm, dass ich stehen geblieben bin. Oh Mann, oh, die Mission ist gut. Direkt hier aus der Luft snipen jetzt. Bam. Ja, treffen ist eine Sache. Eine notwendige Bedingung. Hinreichende Bedingung. Wo seid ihr? Weg mit dir. Sehr schön. Jetzt nur noch den snipen. Ja, cool. Bleib an der Ladder hängen da. An der Pommes-Schranke. Saskia, kennst du Pommes-Schranke? Mann, er flüchtet schon wieder, der Keks. Keks, eine heftige Beleidigung.
Lass los! Dass ich sich auch überall dann festhalten muss, der Spinner. Danke. Oh. Okay, 6. Es gibt nur noch 6 Nebenmissionen scheinbar. Weird. Dann 15 haben irgendwie zu viele Leute so einen Gerichtsprozess gewonnen, der das jetzt von etwas gelockert hat. Keine Ahnung genau. In 60 Jahren wurde das Verbot, by the way, aufgehoben wegen Gründen. Als Zeitpunkt für den Menschen sind auch Tiere Einschub. Pommes Rot-Weiß halt. Ja, Pommes Schranke habe ich sie schon vor Monaten gefragt. Aber das wusste ich noch nicht. Ach. Immer, ich sag's nur nicht. Sagen tue ich das auch nicht unbedingt. Aber wissen tue ich das. Ja, allgemein wissen. Pommes Schranke halt, ne? Hey, die Eismänner haben noch eine Verteilerstation. In Hamburg. Überlade dich und schalt sie wieder an. Warum hustet der neuerdings so? Irgendwas ist da nicht richtig. Springen sie vom Transformator, um sich selbst zu überladen. Achso, so eine Mission ist das. Geil! Wo ist der? Das ist wirklich die angenehmste Art von Nebenmissionen. Die machen Spaß. Das ist das Einzige, was im Spiel Spaß macht. Das ist nicht mal gelogen unbedingt. Also, der Rest des Spiels ist jetzt auch nicht furchtbar oder so, aber jetzt auch nicht so spaßig. Naja. Naja, ich spiel's trotzdem. Wir ziehen da durch. Seit ich 14 bin. So spät erst, mein Gott. Und wurde ich als Baby ernährt. Ja, deswegen bin ich auch so, wie ich heute bin. Also jetzt Pommes-Schranke. Jetzt Pommes, voll Bock. Wow! Jo, danke Kamera. Fast perfekt. Ja, oh, perfekt. Oh, da hinten sich hin. Zum Lightning. Thunderbolts and Lightning. They're gonna be frightening me. Ging das so? Ich glaub schon. Zack. Das macht Spaß. Überladung. So. Ja. Jetzt haben wir die Mission. Where am I? Aber mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Da gibt es mehr Nebenmissionen, als man erledigen muss, tatsächlich, für alle Fähigkeiten. Das ist interessant. Naja gut, ich mache trotzdem einfach alle. Weil ich will auf jeden Fall alle Städte komplett erobern. Das sind zwei saftige Silbertrophäen für mich. Die will ich schon haben, so. Eine neue Episode von Sieg TV. Du, mein Freund, bist mein spezieller Gast. Ein lokaler TV-Sender hat billige und gut hackbare TV-Schüsseln aufgestellt. Entlade sie, dann hacke ich sie. Ich weiß, mein Erzeuger mich seit seinem Sohn noch viel mehr nervt. Vorher war ich ihm egal. Eieiei. Wut. Gerne Überlänge. Okay. Schön, das Fernsehsignal, indem sie die Fernsehschüsseln finden und entladen. Das sind ganz schön viele Schüsseln. Gucken nur Fernsehen, ey. Schon was vom Internet gehört? Wuhu, komm schon, Trophäe. Wow, ein Double, Alter. Geil. Aber wäre cool, wenn ich diese Trophäe auch endlich mal bekommen würde. Oh. Stimmt, so eine Trophäe, mein Gott. So eine Mission hatten wir ganz am Anfang auch mal.
Eine Schüssel finden Mission. Schüssel. Schüssel. Mom, Schüssel. Zwei ikonische Serienmomente mit Schüssel. Oh, sehe ich schon. Let me up, sehr... mentally ill und horny. Ja. Double-Trophäe. Double-Trophäen gibt's häufiger mal. Da hinten, ich sehe sie. Oh, ich glaube, ich muss schon wieder pinkeln. Warum? Vielleicht, weil ich getrunken habe. Ich habe eine schwache Blase. Ich werde alt. Okay, ich bin drin. Suchen Fernseher. Also eine Art, die Rohre hochdüsen, aber zweimal. Achso. Es geht noch weiter, ich habe nicht aufgepasst. Juhu! Na gut. Gar kein Problem. Ist auch kein Problem. Mach ich doch gerne. Es ist halt so eine okay Nebenmission. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen, sage ich mal. Also wenn ich dumm bin und zu lange Wege nehme. Aber ist nicht so schlimm. Nicht wie, ich kämpfe 20 Minuten lang und dann so, oh, tot. Machen wir alles nochmal. Juhu. Schauen wir das 40er Upgrade noch, was meint ihr? Wohne ich hier nicht? Ja, tatsächlich, guck mal, dieses hässliche Bild wieder. This is my home. Wo ist die Schüssel? Also, was soll ich jetzt tun? Finden Sie einen Fernseher. Ich habe einen Fernseher gefunden, ja. So, Schluss mit diesen üblen Gerüchten. Oh, Giga TV läuft wieder. Single Damen von New Marais. Es wird Zeit für die Wahrheit. Ja, Cole McGrath ist Single. Und auf der Suche. Klar, ihr seht ihn durch die Straßen in der City rennen, wie er den Starken markiert. Aber in Wahrheit ist er tief drin wie ein kleiner Welpe. Er mag all den Standardmist. Spazieren am Strand, Damen das Haar kämmen, romantische Picknicks mit Käse. Wenn Sie das Herz dieses stolzen Kriegers zähmen können, rufen Sie an. Werden Sie sein größtes Abenteuer? Sieg, du Drecksack. Okay. Gut. Schön. Wenn's klappt, ne? Fotofinish. Fotos machen. Let's go. Ja, trink gar nicht so viel, dann musst du auch nicht so oft auf Toilette, ist eigentlich so gesund. Liegt am TET, treibt die Blase, ich habe nicht keinen Tee getrunken. Mehr Blasen bekommen wir nicht. Ah ja. Sieg ist vor der Wingman. Meine Frau darf nicht feucht werden, sonst tot. Da ist was dran. Damn. Das fand ich jetzt lustig. Hab gleich gemerkt. Ich brauche dich nochmal als Fotograf. Die Seuchenstation wurde zerstört. Mach Fotos davon. Das Sieg! War vielleicht die Bestie. Ich mache mir Sorgen. Warum pustest du? Geh mal zum Arzt. Ich habe ein paar freigeschaltet. Geh doch einfach mal hin. Fernsehkammer. Ja, ja. Explosionsort der Bestie. Stummpfosten. Lang war's, ja. Kann zweifelhaft sein, passiert nicht so häufig. Ich bin nämlich ein trauriger Mensch, der keinen Spaß hat im Leben.
wie das aussieht, wie der Typ da steht. Der Schaden kommt mir bekannt vor. Der Eissturm? Egal. Mach Fotos von dem Eissturm. Ach, Eissturm. Das Ding ist Wahnsinn. Eissturm. Ja. Ja. Nicht nur Eissprung, Alter, das ist richtig Eissturm da drin. Wenn es richtig abgeht. Bei Zwillingen. Ich kletter einfach Kohle. Kohle McZorn. Cool McZorn, Mr. Cool. Ein Schulkollege von mir hieß damals, der, bei dem ich auch mal Motorstorm gespielt habe. Kurz Flame, der hieß bei PSN einfach Mr. Cool. das ist schon ein lustiger Name. Wenn du das siehst, unwahrscheinlich, aber wenn du das siehst, Küsschen. Oh, die Framerate, ey, ich liebe es. Nach hinten? Ja, okay, ich glaube, ich muss weiter nach unten. Oh, ich liebe das, wenn die Framerate so kurzflüssig ist. Können wir das echt mal hier... Oh. Warte mal, ich glaube, ich kann das cheaten, wartet. Nee. Wenn ich so... Okay, ich cheate nicht mehr. Lohnt sich nicht. Ich glaube, Sieg hat Corona oder so. Nice. Jetzt sind sie Eissprung. Sauer. Sie schicken uns eins dieser großen Eisviecher. Fotografiere mal seine Kräfte. Eissprung, Eissturm finde ich gut. Ich habe mich selbst im Lachen gebracht, ist auch nicht schlecht. Wobei doch eigentlich schon. Titan, der Eiskugeln wirft, Titan, der den Eisstrahl abfeuert. Warum muss ich so eine Kacke fotografieren? Mann. Hier, mach was. Ich wollte eigentlich nicht runterfallen. Das ist ein Eisstrahl. Okay, ich hab's geschafft. Weg! Aua! Schmerzen! Woo. Erforschen wir die Erholungskräfte von dem Ding! Was? Ein Arm fehlt? Würde mich verarschen. Ja. Ich visier mal ein bisschen den Arm an. Ich schätze, mehr kann ich nicht tun. Dem fehlt ein Arm. Sehr gut. Den muss ich nicht dann wahrscheinlich erledigen. Natürlich. Okay, er hat genug. Erlöse ihn von seinem Leid. Das ist mies. Okay. Haha, I'm in danger. Der gute Ralf. Ich mag Ralf. You can pinpoint the exact moment in which his heart rips apart. No, du slowst mich nicht down, du Wurst. Warum hast du eigentlich wieder einen Arm? Wo hast du den her? Das ist ein anderer Titan. Ich kotze. Bist du ein anderer Titan? Eieiei. Die Folge hat übrigens schon Überlänge. Geil. Aber ich glaube, danach höre ich auf. Drauf, wenn es am schönsten ist, nicht wahr? Wenig Trophäen heute, aber mehr als letztes Mal. Jetzt fehlt ihm wieder ein Arm. Verstehe ich nicht. Warte. Woohoo. Oh. Gesundheit, danke. Mit Zahn.
Kotz mich nicht voll mit deinem Strahl. Geh weg. Ups. Oh, oh. Nicht gut, wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, dann ist Feierabend. Okay. Ich würde sagen, ich stürze ab, aber das HUD war ja noch da. Come on, Alter. Muss ich dich einmal anhusten, du bist tot. Ein paar Mal anhusten. So, das wäre dann alles. Je mehr wir über den Feind wissen, desto besser unsere Chancen. Ich bin schlechter geworden als Maul. Okay, können wir hier noch ein bisschen Kräfte ausgeben? 3600, ja, sexy. Haftrakete. Möchte ich die Haftrakete kaufen, ist die Frage. Ich möchte den Scherbensinn auf jeden Fall haben. Schwarmgranate. Haftrakete. Ich benutze die Raketen halt gar nicht, ne? Das vergesse ich immer. Ich habe ja auch die Raketen. Hier. Hier, warte. Da. Pfiou. Das ist wahrscheinlich auch gut gegen einige Gegner. Vergesse ich irgendwie immer. Ich Depp. Naja. Dann spare ich mal auf das andere. Granaten benutze ich häufiger. Dann spare ich darauf. Sparen ist eine Tugend. Gehst du da bitte ran. Ich will den Splitter haben. Guti. Ja, dann war's das für heute, würde ich sagen. Es verbleiben noch 3 Sidequests für den Moment. Nee, 4. Hier ist immer noch nichts. Aber hey. Ja, hier fehlt ja auf jeden Fall auch noch was. Also das wird dann hier wahrscheinlich ein bisschen was füllen, aber auch nicht alles. Das hier wird das ein bisschen füllen, aber auch nicht das im Wasser. Wobei, muss ich das im Wasser erobern, ist die Frage. Das hier ist auch nicht alles. Naja. Gut, wir haben trotzdem ein bisschen was geschafft, das ist auf jeden Fall schön. Wir sind, glaube ich, so storytechnisch, fehlt nicht mehr so viel, weshalb ich nächstes Mal wahrscheinlich wirklich erstmal alle Nebenmissionen machen werde, die ich irgendwie so habe. Ja. Ich würde gerne auch die Vögel alle finden, aber ich kann es nicht versprechen. Da habe ich eigentlich wenig Lust, das mit einem Guide zu machen, to be honest. Weil ich dann überhaupt nicht weiß, welche ich habe und welche nicht. Aber naja, so ist das manchmal, ne? Gut, warte mal, dann können wir nochmal spielen. Speichern eigentlich? Habe ich letzte Woche gespeichert? Ich habe seit 3 Wochen nicht mehr gespeichert. Schön! Im Autosave. Ich Depp. Erobere das Wasser. Meine Güte, nicht wieder. Max Komplimente sind auch so anders, Premium. Ja. Speicher mal. Ich hab gespeichert. Guti. Dann war's das. Wie lange ging der Stream jetzt? Etwas über 3 Stunden. Ist doch okay. Also den Drang mittlerweile mal längere Streams machen, aber nee. Meine Streams funktionieren anders als deine. Okay, da hinten ist gerade 3. Weltkrieg. Geil. Sind wir in der Ukraine oder was? So, warte. Weißt du, was ich jetzt mache? Oh, Alter. Das ist ein langer Pfosten. Hehe. Die Frage ist halt, ob ich unterschiedliche Pfosten benutzen muss oder ob ich das alles an einem machen kann. Aber die sind ja verschiedene eigentlich, ne? Pro Ding. So, dann fahre ich jetzt in allen mal hoch. Vielleicht ploppt dann die Trophäe. Ich glaube halt, ich muss so eine Dinger hochfahren für die Trophäe. Da steht halt irgendwie, fahren sie 20 oder so vertikale Stumpfpfosten da oben oder so. Das dürfen die ja sein. Meine ich. Hoffe ich. Sauber von ganz unten nach ganz oben. Könnte halt sein, ne? Aber wäre mir ein bisschen wild vor. Warte mal. Okay, buff. Fahre ich die halt alle nochmal. Auch wenn es irgendwie schwierig ist. Halt dich doch einfach an dem Ding fest jetzt, du Lecker.
Und es für mich ohne Zuschauer. Geil! Hey, blockst du alle? Muss ich was. Stimmt, wenn ich das nicht tue, dann gucken Leute auch vielleicht. Alter, er will da nicht ranspringen. Junge, spring an den Pfosten, du Pfosten. Ich finde, das zählt. Ach, keine Ahnung, ist eine komische Trophäe. Vielleicht verwechselt, vielleicht muss ich das auch gar nicht machen. Und ich habe die Trophäe schon. So nämlich. So, das bringt jetzt überhaupt nichts an Fortschritt für das Spiel, aber ich speichere es trotzdem ab. So, ein schönes Pling zum Ende. So will ich das. Geilo. 122 Kilobyte ist die Spieldatei groß. Krass. Gut, dann war es das jetzt. Danke fürs Zuhören. Vielleicht noch zu sehen, zu riechen. Die Lache war so dreckig. Dreckig lachen kann ich. Sehr gut. also, ja, ich wasche mir auch morgen den Mund aus, okay? Kriegen wir hin. Mach ich jetzt. Ah, so, wie ist das jetzt, wenn ich lache? Ha, 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 ha. Guck, gar nicht mehr dreckig. Guti. So, ich höre jetzt wirklich auf. Die Folge geht eine halbe Stunde. Tschüss.